Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Elden Ring Runen farmen könnt, ohne irgendeinen Gegner zu töten. Das ist ganz besonders gut fürs Early Game, wo man noch nicht so viele Sachen hat für so einen Anfänger wie mich jetzt gerade, damit man ganz easy an Runen kommt. Und zwar müsst ihr hier auf der Karte ganz oben rechts zum Gnadenspot Lennis Turm. Und wenn ihr am Ort der Gnade seid, dann steigt auf eurem Pferd und rennt diesen Pfad hier runter. Irgendwann werdet ihr hinter euch so ein Licht sehen und das heißt, da ist ein Boss gespawnt. Und sobald ihr dieses Licht seht, Leute, geht ihr wie ich einfach so nach rechts und springt hier vorbei, also weicht aus, dann fällt der Boss runter und ihr kriegt 1952 Runen. Und diesen Schritt könnt ihr jedes Mal wiederholen, jedoch müsst ihr immer wieder, wenn ihr das einmal gemacht habt, wieder zu diesem Ort der Gnade gehen, einmal die Zeit vertreiben lassen und danach könnt ihr wieder auf eurem Pferd steigen, diesen Boss da dodgen und wieder 1952 Runen abkassieren. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.